Bitte nicht so viel ausplaudern, ich fand's koscher, die Frau. Ist wohl, was meinst du, was soll die sein? Mit Informationen. Ja, oh mein Gott, ein Profiler. Nein. Sie wird dich analysieren und mich. Nein, gar nicht. Ich nicht so viel Auswahl. Ich habe überhaupt keine Zeit zum Plaudern. Ich will einen Schrank abholen. Ich fahre nämlich jetzt einen Schrank abholen für Anouk, den neuen Schrank, den wir besichtigt haben. Und dann ja, hoffen wir, dass wir das alle rechtzeitig schaffen, weil eigentlich ist der Laden offen. Achim ist heute zum Zahnarzt. Und eigentlich muss man jetzt zum Zahnarzt. Und Achim ist heute nicht da, weil der hat Tennisarm. Und Jans. Schwer alles, ganz schwierig. Und jetzt, Anouk ist schon ganz aufgeregt, weil die kriegt heute ihren neuen, alten, uralten Schrank. So einen schönen Oma-Schrank kriegt sie heute. Hey. Ja, Mama hasst den Schrank. Ich bin so okay damit. Also das ist in Ordnung, wenn es ihr gefällt, alles gut. Ich finde den furchtbar. Mama findet den furchtbar. Ich hätte den ganzen Aufriss jetzt nicht gemacht. Und genau, jetzt ist ein bisschen auf der Aufriss, ist auch das, was mich so ein bisschen nervt natürlich, weil das hätte ich gerne vermieden jetzt. Ja, muss ja gemacht werden. Also wir haben jetzt ein Auto gemietet, das holen wir jetzt ab gleich und dann müssen wir den Schrank einladen und dann kommen wir her und dann sind wir da. Und Lumen kann ja wunderbar spielen. Mit Beethoven. Ja, da, da. Da, da, da. Fehler, leider verspielt, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Gut, heute kommt Lieferung. Baby F. Keiner ist im Laden. Heute kommt ein Paket aus Taiwan, was ich mal vor Ewigkeiten bestellt habe und was überhaupt nicht, was? Monat. Was bestimmt einen Monat schon unterwegs ist, wo ich aber nicht wusste, dass es aus Taiwan kommt, sondern eigentlich war die Bestellung aus Osnabrück. Und dann sind noch diverse andere Pakete von mir irgendwo unterwegs, teilweise kaputt gegangen und werden nachverpackt und dies und das und jenes und hängen irgendwo fest. Ja, also ganz kurios alles. Müssen wir mal schauen, müssen wir mal sehen, ob wir das heute alle den Backen kriegen. Weil auf das Paket aus Taiwan freue ich mich ja besonders. Gekauft habe ich eine Uhr. Ja? Ja, ich aus Osnabrück. Kommen wird wahrscheinlich jetzt ein Stück Toilettenpapier gebraucht. Aus Taiwan oder so. Da wissen wir ja nicht, keine Ahnung, weil war ja ein Betrug. Da war ja diese Betrugsgeschichte mit PayPal und so. Da bin ich sehr gespannt, wenn das heute kommt. Erstens, ob sie denn auch für die Uhr Zoll verlangen. So richtig Geld, so richtig, so 1000 Euro oder so, Quatsch. Wie auch immer. Das Geld haben wir ja zurück. Wir haben ja quasi nichts für das Paket bezahlt bis jetzt. Und wenn ich dann letztlich für eine komplette schöne Uhr vielleicht Zoll von 300 Euro bezahle, dann ist das eher in Ordnung. Also, wir schauen mal. Alles sehr aufregend gerade. Jetzt holen wir erstmal gleich den Schrank ab. Wir müssen in 2 Minuten los, Anouk. Bin ich gespannt. Ihr seid dabei. Erst guten Entspoten, ne? Das fällt mal nochmal. Ja, es ist doch schon angezahlt. Okay. Mir gefällt das schon. Ja, ist doch schön. Aber es ist doof wegen dem Zeitplan, weil du musst eigentlich in den Laden, Mama muss eigentlich zum Zahnarzt und das sind auch ausbauen. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Was heißt denn Tennisarm? Hat er zu viel Tennis gespielt? Achim hat einen Tennisarm. Ja, das heißt eigentlich, dass er eine Entzündung wahrscheinlich hat irgendwo im Arm. Und er jammert doch die letzte Zeit so, dass ihm alles wehtut, wenn er irgendeine Schraube dreht. Und das ist eine Entzündung im... Genau wo das ist, die Entzündung, weiß ich nicht, beim Tennisarm. Aber wahrscheinlich hier unten irgendwo... Am Ellbogen. Ja, in die Richtung quasi. Also ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, das kommt davon, wenn man zu viel Tennis spielt. Daher kommt das auch. Tatsächlich, also wenn man diese, ist Tennisarm genannt, weil es eine, beim Tennis wohl so eine typische Bewegung oder so ist, wo man dann so gereizt wird, dass sich das entzündet. Im Handgelenk oder im Arm, das weiß ich aber nicht genau. Ich mich nie genau damit beschäftigt. Aber wenn du einen Tennisarm haben willst, nein, natürlich können wir das mal machen. Also das ist kein Problem, weil man kriegt ja auch nicht gleich einen Tennisarm oder so, wenn man Tennis spielt. Das sind halt wirklich Leute, die übertrieben oder dann wahrscheinlich auch falsch Tennis spielen oder so. Und dann eben lange. Einmal bei anderen Kerzen, die haben ja eine Tischtennisplatte. Ach, das ist wieder ein Tischtennisarm. Noch was anderes Tennis, mehr im Handgelenk. Den guten alten Tischtennisarm. Die haben eine Tischtennisplatte. Und dann war ich leider zu klein dafür.
ist ein Vermietung, Autovermietung. Achso, stimmt, wie gesagt, das stimmt, diese Morgen. Und da holen wir jetzt ein Auto ab. Und dann fahren wir zu der Adresse und wo wir den Schrank abholen. So, gleich sind wir da. Jetzt in diesem Fall, jetzt heute, ist nur ausgerechnet nicht so gut, dass es regnet. So. Weil es dann nass werden kann? Ja. Regen, hau ab hier. Na, Hauptsache in dem Moment, wenn wir einladen, ist es nicht zu feucht. Jetzt sind wir gleich da, auf alle Fälle. Ich sehe keine Rotze. Nein, noch nicht. Jetzt poltert es gleich ein bisschen. Dann müssen wir einen Parkplatz suchen und dann geht's los. Das ist ja alles gut gemeint, aber ich passe hier kaum rein in das Ding. Hier ist sogar noch ein Schlüssel. Hä? Ersatzschlüssel. Was? Ey, oh. Was? Fuck, ey. Na. Noch ein Schlüssel? Schlüssel. Wahrscheinlich. Dennis anrufen oder so, ob das kurzfristig, ob der in der Nähe ist. Und uns helfen kann. Weißt du, Dennis ist immer zwar so eine Nummer, aber was soll man machen? Ich meine, ich muss jetzt irgendwie raus, das Ding. Ja, ich weiß. Ja. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Ich wollte gerade Achim sagen. Achim, der hat da Tennisarm, er schlurft doch schon rum beim Schraubenschlüssel festhalten. Au! Ah, verdammt! Klappt nicht. Mach du mal! Tennisarm! Alter Mann! Alter Mann! Okay, ich meine. Was gibt der noch für Profis? Ah, der wird nicht rangehen. Hast du? Und? Ja. Wir überlegen noch. Okay, ich nehme mich dann jetzt an. Alles klar. Bis dann, ciao. Tschüss. In mein Zimmer kannst du jetzt nicht rein. Die Lampe? Wo ist der Fuß? Also nimmt das auch nur zum Abstellen erstmal. Der ist noch nicht endgültig drunter, der Fuß. Lass runter. Wo sind da die anderen Sachen? Jam jetzt klingelt und ich bin schon wieder weg. Hat sich erledigt. Na, er ist gerade nicht zu sehen, deswegen. Also bis dann. Oh mein Gott, so lange warte ich nicht. Nee. Nein. Yeah. So. Oh, raus. Ich warte hier nicht. Klamotten, Decken. Da liegt noch ein Schlüssel drin, der ist nicht von uns. Nee. Oh, das schaffen wir nicht. Wie viel Uhr ist es? Na, 8
Minuten haben wir noch. Dass beim Abgeben mussten wir noch mal eine Viertelstunde warten. Bestimmt. Statt bei der Abnahme denn irgendwie einfach. Ich dachte, das läuft dann ab. Glatt. Mann, das ärgert mich so sehr. Eine halbe Stunde habe ich heute verplempert, sonst wäre der Zeitplan perfekt aufgegangen. Parkst du, stehst du hier, ne? Ja. Bist du verrückt? Die brauche ich. So. Hallo, hallo, hallo. Keiner da? Außer ich. Tja, Achim Martellis? Achim Martellis arm? Jetzt machen wir erstmal hier. Einfach einen Schlauchwechsel hier als erstes. Ich bin gerade angekommen, gerade drin, total gestresst. Machen wir noch zum Zahnarzt fahren. Und jetzt bin ich mit der Aufgabe durch. Einen Schlauchwechsel und das war's. Dann kann ich mich ein bisschen entspannen. Und erstmal ankommen. Moin! Sprechen Sie Englisch? Little bit? Ich hab abgesperrt oben. Stop for Corona! Ja, ich wollte erstmal ein bisschen arbeiten. Da war der Papa schon dran und der hat es nicht hingekriegt. Oder? Ich hab's nicht richtig verstanden. Der Papa meinte aber, der Reifen ist defekt. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. So, na gut. Der scheint ja auch mal gut zu sein. Gucken wir gleich nochmal Felgenband an hier. Nicht so. Auch gut. Nochmal einen Schlauch. Gut, liebe Leute. Also. Tja, aus Taiwan. Und dann kommt aus Taiwan diese Uhr. Ey, fass es nicht. Max, fängt, ey. Ich bin schon ganz gespannt, wenn ich die nachher auseinandernehme. Oh, BWF kommt jetzt. Nee, ist er nicht. Ist Mozzarella. Mozzarella Joe. Wollen sie wieder Mafia-Opfer oder so? Hey ho. Mozzarella. Hey ho. Mozzarella Joe. Ey, ja, ist das für ein Wetter, Alter. Next one. Jetzt mache ich erstmal eine Windel rum. Also, Doppelfinder ist das auf alle Fälle. Wahnsinn.
kann mir den Test sparen, eigentlich. Aber guck mal, was passiert ist. Ich brauche ja überhaupt nicht reingucken. Die Uhr ist vom Arm gefallen. Nach 2 Stunden dran. Das sind auch immer die Aufkleber ab von. Also das ist ja so geil, das ist ja der Hammer. Es ist wirklich göttlich. Göttlich ist es. Wahnsinn, das war eigentlich der Test schon. Was ist, ist die echt, ist die nicht echt? Ich meine, gut, also ich merke das, wenn ich die in die Hand nehme. Dann merkt jeder, der schon mal ein Original auch in der Hand hatte und der mit solchen Sachen zu tun hat, das ist ein Fake. Ja, aber so bestätigt, indem die einem vom Handgelenk fällt, wenn man es ummacht, das müsste mal bei Rolex passieren in der Boutique, wenn man dann dem Kunden, vermeintlichen Kunden, so diese Rolex umlegt und so und er so, ach, die ist aber schön und dann klack geht sie auf und fällt runter. Ich weiß nicht, was dann da los wäre. Also für eine Uhr, die irgendwie an die 10.000 Euro kostet. Die aktuellen Preise kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die ziemlich gestiegen sind. Meine Güte, Heidewitzka, was wäre da wohl los? Und das war jetzt natürlich perfekt. Also das ist ja nicht gefaked oder irgendwas. Mir fällt einfach die Uhr von der Hand. Und Ding. Oh, da klingelt irgendwas. Hallo? Dann der ultimative Test. Ich habe ja die Uhr vorhin umgemacht. Jetzt fiel sie mir schon vom Arm. Warum? Weil der Stift rausgegangen ist. Okay. Ja, es ist also. Weißt du, was das doch ist? Was? Es ist. Ich dachte ja erstmal, das ist so eine Betrugsmasche mit einfach. Ja, ja, es ist doch so, Sendungsnummer und du kriegst irgendeinen Scheiß. Und du dann kriegst irgendwas, genau. Du kriegst eine Rolex. Ich denke, sie sieht auch erstmal ganz manierlich aus, finde ich. Na, sie hoffen natürlich drauf, dass du es nicht merkst. Dass du es nicht gleich merkst. Und ja, und so, das dauert ewig und dann ist die Zeit vielleicht sogar verstrichen bei eBay. Und das Problem ist, sobald sie die Sendungsnummer gehabt hätten, die haben ja gesagt, die haben keine Sendungsnummer bekommen. Mhm. Und dadurch habe ich es nur zurückbekommen. Und sonst ja, guck mal, wie lange es unterwegs war. In der Zeit hätte man es wahrscheinlich nicht mal mehr jetzt reklamieren können. Oder am besten ist, du schreibst selber kurz deine Telefonnummer und deinen Namen, damit wir dich dann anrufen können, wenn er dann mehr weiß. Von außen kann man ihn nicht sehen, das ist das Problem. Und nur so hinlegen rum. Ja. Bis gerade eben ging's, also bis vor 10 Minuten. Ich würde dann anrufen. Ja? Okay. So oder so. Wann ungefähr denkst du, weiß ich nicht, ich muss sehen. Ich habe jetzt noch 2 Räder vor dir und dann das. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, muss ich schauen. Okay. Aber wenn die Narbe, wenn die Narbe kaputt wäre, dann muss man die Teile eh bestellen und das dauert dann ein paar Tage. Ja, okay, ja? Okay. Sonst ich so schnell wie möglich, damit es natürlich. Ja, ich wollte nicht in so 3 Wochen oder so. Nein, hier ist alles relativ zügig, ja. Also eigentlich meist am gleichen Tag, nach Möglichkeit. Okay. Aber natürlich, wenn dann in der Narbe was Spezifisches kaputt ist, dann tut es mir leid, dann müsste es dauern. Ja, ja, ist okay. Erstmal. Okay. Ja, ich melde mich bei dir auf alle Fälle. Ja, danke. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschnitten, wa? Warte ich. Gestern, ach, das hänge ich einfach nicht vorne dran, sondern mal jetzt. Jetzt kurz ein Abstecher zu dem Vlog von gestern, vorgestern, keine Ahnung, Samstag. Weil der ist ja komplett nichts geworden, der ganze Vlog. Nur eine Aufnahme ist was geworden. Und zwar mit den Maßen für Oka sein Mixterrad. Also, wir switchen kurz rüber und sind gleich wieder zurück. So, liebe Leute, wir sind da. Ich bin im Shop und ich fange gleich an. Jetzt werde ich mich erstmal sortieren, werde erstmal hier im Laden ein bisschen was sortieren und dann geht das los. Kommt mal mit, Leute. Also, an Oka. Ich habe es nicht vergessen, beziehungsweise ich habe es bestimmt schon 5-mal vergessen oder 10-mal schon. Aber ich denke jedes Mal wieder dran, wenn ich das Rad sehe. Das hat nie einen Zollstock damit in der Hand, wenn ich das Rad sehe. Also hier, Mixte, Raleigh, Nuset fertig. Bis auf den Schalthebel, den muss ich noch suchen. Wenn du den selber an die anbauen willst, eine andere Schaltung, dann musst du mir Bescheid geben, weil wie gesagt, jetzt ist gerade eine Kettenschaltung drin.
Die beugt dann auch gerne wieder ab. Wie auch immer. Rahmenhöhe wolltest du wissen. Und wir sind hier bei Mitte bis Ende ca. 53. 53er Rahmenhöhe. Oberrohrlänge, messen wir auch noch, ist auch wichtig, von Mitte bis Mitte bis zu ca. bei 58. Jo, 53, 58. Also das Rad ist noch, natürlich noch zu haben, weil was ist noch zu haben? Ich bin ja noch gar nicht fertig, ich habe es noch gar nicht jetzt hier angeboten. Ansonsten ist ja alles neu dran. Sattel, Stütze, Vorbau, Bremsanlage, Griffe, Züge, Höhlen, Laufrad hinten, Kassette, Kette, Kettenradgarnitur, Tretlagerpedalen, Schaltwerk ist ein gutes gebrauchtes, Lenker ist ein gebrauchter, aber ein Riser, den fand ich toll, warum soll ich den jetzt nicht nehmen dafür? Also von der Form her. Wie gesagt, die Bremsanlage eigentlich komplett. Vorne das Laufrad fand ich wunderschön, Diabolo von Sachs. Narbe hätte ich auch gerne für hinten gehabt, gab es aber nicht. Und die hatten sie leider nicht in schwarz, warum auch immer. Die hatten die Felge in schwarz, aber nicht die Narbe in schwarz. Das hat natürlich total geil ausgesehen. Wieso, jetzt zeige ich es eben so, hier vorne die Narbe in schwarz und hinten die Felge in schwarz. Ich freue mich eigentlich schon darauf, mit dem mal eine Probefahrt zu machen, aber erst wenn es fertig ist. Also da muss noch ein schöner 7- oder 8-Fach-Schalter ran. Aber am besten so ein stufenloser, wisst ihr? Und am besten vielleicht sogar so ein Rennradschalthebel, der einfach am Vorbau dran ist. Einfach so ein stufenlos Metallhebelchen, irgendwas Geiles, irgendwas Schönes. So, das schwebt mir vor. Wenn du da andere Pläne mit hast, bitte kontaktiere mich. Dann haben wir hier noch ein Rad zum Schlachten auch. Signori, wir haben noch so viele Räder da zum Schlachten, zum Aufbauen. Ich habe hier noch ein. Da fällt mir ein, nein, du wolltest einen Mixerrahmen, genau. Aber du wolltest was Französisches haben, eigentlich, oder? Cito. Frisch aus dem Versand. Cito. Silo. Silo Swiss. Allerdings mit Platte. Platte und hier Schlösschen. Ja. Dann kommt gleich ab, bevor einer zudrückt. Schlüssel ist nämlich nicht mehr da. Gib mir einen Fuffi. Da muss ich es nicht mehr aufbauen. Platte ab. So ein Schloss kriegt man auch mal wieder neu. Mit Schlüssel nochmal, wenn man das kultig haben will. Also wie gesagt, das ist direkt noch aus dem Versand, noch mit diesen Versandrollen dazwischen. Ja, Rahmenhöhe willst du da bestimmt auch wissen. Für den. Geschätzte Oberrohrlänge 55. Tretlager bis Ende geschätzte 52. 52, 55. Gut, wisst ihr Bescheid? Das ist das, was jetzt da ist, gerade im Moment. Das ist ja ein Schweizer Fabrikat hier. Wisst ihr auch, ne? Eigentlich ein schönes Blau, aber er hat schon ordentliche Spuren. Ordentliche Lager, Kampfspuren etc. Stammt wohl von eBay oder so. Also für einen Fuffi, wenn du willst. Ansonsten bleibt's und dann wird's mal aufgebaut irgendwann. Das wäre auch nicht schlimm. Haben wir das auch geklärt? Also jetzt mache ich noch kurz nochmal aus, gehe nochmal nach oben. Hol mir noch einen Pullover, weil das ist doch hier unten ein bisschen frisch. Und dann lege ich los. So, zum Tagesabschluss oder Wochenabschluss sind wir jetzt erstmalig am Trinken. Einen guten Wein aus Ewigkeiten. So. 2 Jahre. Eine gute Flasche Wein aus diesem Posten, den ich gekauft und verkauft habe, gleich weitergeschoben habe. Jetzt habe ich den zurückgekauft. Wieder, habe ich ja gesagt, habe ich schon mal gemacht. Aber der ist echt toll, der Wein. Ich kann es nicht aussprechen. Syrer 2012er. Rotwein ist ein tolles Ding, der schmeckt echt gut. Kann man mal machen. Sie lacht immer. Auf die nächste Woche. Und da sind wir wieder. So einfach geht das. Ich hoffe, das war passend. Jetzt erlegt die. Ich kurz das hier, das ist viel zu unorganisiert. So unorganisiert war es noch nie. So. Der Schlüssel.
Tütteln die hier oben zusammen. Hutschlag, Kreuzschlag, dann rennen wir weit. Ha, in die Lampe. Toll. So, dann sind die Bögen hier gleich. Ich weiß, da steht der Ringo besonders drauf, auf die Bögen. Schöne Bögen. Haben wir eine Kette, muss noch auf und das war's. Papa? Ja! Papa, komm rein! Stell ich mal hier. Ne? Sehr gut. Dann das nenne ich mal Versorgung, ne? Wo soll das hier? Das stelle ich hier oben hin. Ganz genau. Dankeschön. Dann tschüss. Das war's schon? Ja. Mhm. Wenn du noch mehr willst, kannst du Bescheid sagen. Was ist denn, Anouk, oben mit Aufräumen und so? Lass dir schmecken! Aufräumen und Fotos machen und einstellen. Das machen wir gleich. Genau. Fertig, next. All parallel machen, das geht eben nicht. So. Dahin. Also erstmal guten Morgen, liebe Leute. Prost Kaffee. Willkommen in meiner aufregenden Welt. Was haben wir hier für ein Problem? Das Rad wurde gekauft für 60 Euro. Überlackiert. Ein Schloss hängt noch dran und keiner hat den Schlüssel dafür. Hört sich alles ein bisschen komisch an. Fakt ist, hier ist die Bremse nicht mehr so schick. Hier ist überhaupt kein Bremsbelag mehr drauf und der Zug, der hängt ohne Ende. Also, Bremsbelag tauschen, Bremszug tauschen. Ich beginne, indem ich wieder alles abbaue. Klemmschraube taugt auch nicht mehr. Haben wir. Bremszug neu. Bremshülle neu. Pumpe, ja? Ja. Okay. Oh Mann, ey. Schalter funktioniert ja auch nicht. Das habe ich natürlich jetzt hier nicht gesehen. Das war jetzt auch nicht hier zum Check, der Trab, sondern es ist einfach nur wirklich Bremse. Bremse machen hinten. Haben wir gemacht und haben wir gut gemacht. Also,
Okay. Das ist eine Katastrophe, ja. Stell dir wenigstens so ein, dass ich nicht schleife beim Training. Das ist das Minimum, was ich machen kann. So. Dann ist nur die Kleider sagen, gibt es bei dem Rad noch viel, viel mehr zu machen. Den Unterschied, merkt man, wie es sich jetzt vorne bremst und hinten. Wahnsinn. Okay. Finito, next one. Okay, hier ist ein interessanter Fall für euch vielleicht. Und zwar zu dem Thema, was passiert, wenn man den Bremsanker nicht festschraubt? Genau das, was mit diesem Rad passiert ist, passiert dann. Ich hänge es mal ein, dann zeige ich es euch. Da, Bremsanker, keine Schraube drin, warum auch immer, keine Ahnung. Sie kam hier an, das Rad bewegt sich nicht mehr und es bewegt sich nicht mehr. Also kann man hier machen, was man will, vor und zurück. Passiert nichts mehr. Dann ist hier noch der Schaltstift rausgehüpft. Ja. Der hat sich rausgedreht dann. Auch das noch. Packen wir mal alles beiseite. Wir müssen jetzt das Hinterrad ausbauen. Zack! Haben wir! Also wenigstens das Laufrad haben wir mal raus. Die Verdrehscheiben sind keine Verdrehscheiben mehr, die sichern nicht mehr. Die sind einmal durchgeknackt. So, jetzt spann ich ein. Jetzt öffnen wir hier mal. Los. Ach, ich will die nicht abreißen. Oh, Glück gehabt hat sie. Na und wie? Nicht gebrochen. Da nicht gebrochen, da nicht gebrochen, und drin liegen keine Murmeln, Murmeln. In dem Fall richtig Glück gehabt. Okay, jetzt können wir nur noch hoffen, dass die vernünftig kontern noch. Und jetzt muss ich dagegen kontern. Die gute Frau hat richtig Glück gehabt. Da ist nicht viel, ist gar nichts erstmal passiert. Also reingeguckt, reingucken müsst ihr immer. Müsst ihr sehen, ob alles noch schick aussieht. Und in dem Fall hier tatsächlich sieht es noch ganz manierlich aus. Spannen. Ja. Das fühlt sich erstmal noch gut an. Okay. Okay. Achtung.
einmal frei. Ihr habt wirklich Glück gehabt damit. Da ist nichts kaputt. Ups, da ist nichts kaputt an dem Ding. Läuft. Anruf und abholen. Der Teig hat sich ja nicht aufgenommen. Mensch, schade. Ja, wie auch immer, ich habe hier bei diesem Rad diesen wundervollen Schalter entfernt, weil der überhaupt nicht mehr präzise ist. Also so ein Gang ist wie so ein halber Gang. Der macht so ein bisschen Klick und wieder ein bisschen zurück und dann wieder ein bisschen Klick und wieder zurück. Also das taugt gar nichts, das Ding. Jetzt habe ich es getauscht. Neues Schaltgedöns. Musste auch den Griff tauschen. Natürlich, weil der alte, der ging gar nicht mehr. Der ist ja auch zu kurz. Der war ja für so ein Schalthebelchen und war auch schon umwickelt und taped. Der Kopf liegt alles so in Ordnung. Bremse ab, alles neu ran. Und bin mit der Arbeit sehr zufrieden. Jetzt schaltet es wieder urpräzise, auch wenn es eine ganz einfache Shimano-Klitsche ist. Aber es schaltet wieder vernünftig. Finde ich gut. Jetzt rufe ich ihn an, den guten Mann. Das war der letzte Auftrag für heute. Und ich würde mal sagen, damit sind wir auch durch. Jetzt haben wir das ganze Rad hier durchgerockt. Also das haben wir im letzten Jahr, da haben wir ja alles schon neu gemacht. Alle Züge, alle die Bremsanlage komplett neu, inklusive Züge halt, die Reifen, Antrieb ist neu, Schaltgeschichte hier, die ist neu, das ist halt auch noch alt, so ein halb getaptes Ding, müssen wir auch irgendwann mal machen. Aber dann sind wir komplett durch mit dem Rad. Das ist picobello. Er liebt das Rad, er fährt das gerne. Merida White Sox, der gute Mann. Und dann habe ich noch ein kleines Video nur für euch. Was steckt in so einem Rolex Fake eigentlich drin für den Berg? Also die Taiwan Story geht weiter. Gott. Okay, was steckt drin? Die Taiwan-Story geht weiter. Das steckt drin. Eine Uhr. Eine Box. Das sieht die auch aus. Das riecht schon. Das ist schon so. Die gerade gedruckt, ey. Rolex Umkarton. Okay, ich bin gleich dann, ja? Dann hier so eine. Das, die Krone sieht komisch aus hier. Daran sieht man schon. Die sieht ein bisschen komisch aus hier, ne? Zeig. Die sieht komisch aus? Ja. Findest du? Ja. Ja, die sieht so ein bisschen schief aus, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Aber es ist sogar eine Referenz. Eine Referenznummer drauf. Ja, die Box habe ich gesehen. Ich meine auch die Papiere. Aber die Box riecht wie Sau. Wahnsinn. Die riecht nicht nach Leder. Also ich weiß nicht, ne? Also Box. Inlay zur Box. Das ist auch gleich. Eine echte habe ich auch hier. Wahnsinn. Also die Box ist für mich ein Fake. Was? Die Box ist für mich ein Fake. Die Box ist ein Fake, ja? Ah, finde ich. Hm. Das stimmt alles nicht. Und die darf auch gar nicht so stinken. Ja, das ist das. Die muss eigentlich nach Leder riechen, denke ich mal. Ist bestimmt Leder. Die riecht total nach. Wir haben eine Originale auch da. Können wir mal dann direkt vergleichen. Das habe ich jetzt zu dir gesagt, ob man die aufmacht. Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ich brauche mal eine
Man braucht ja gar nicht viel dafür zu sehen. Eigentlich muss man sehen, hier gehören Nummern drauf aufs Armband. Hier unten. Die sind nicht vorhanden. Somit fake. Jetzt gucken wir uns einfach nur mal das Werk an, was da drin ist. Da ist ja ein Automatikwerk drin. Bin gespannt. Was denkst du? Auf welche Seite? Oh, handfest. Handfest verschraubt, auch immer gut bei einer wasserdichten Uhr. Also da braucht man sich keine Platte machen. Das Ding ist fake. Ach so geil, wie es so hin und her wackelt. Ui. Yay! Was ist denn das, mit Plastikring? Mit Plastikwerkhaltering, wunderbar. Tja, leider kein High-Grade-Fake. Ein absolut Low-Budget. Das ist ja krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee? Nee, so, also so offensichtlich meine ich. Der Werkhalterin, ja, der platzt gleich raus vor, der ist oh, endlich offen, boom. Schnell, weg Flucht, hier. Flucht vor dem Werk. Ja, soll ich jetzt schicken? Ja. Hm? Na, immerhin, es läuft, ne? Ja, also ein netter Fake. Wunderbar. Haben wir geschenkt bekommen, dafür ist es okay. Gucken wir mal, ob wir rausfinden, was das ist. Ich weiß es nicht, also aus dem FF weiß ich nicht, welches. Das ist geil. Läuft. Macht. Das ist cool. Jetzt können wir hier natürlich in dieses... Hier steht ja nirgendwo Rolex drauf, bis auf die Krone. Und Zifferblatt. Das Werk könnte man jetzt rausschmeißen und zum Beispiel gegen eine Tissot Seastar oder so ersetzen. Und dann hast du eine Tissot in einem vernünftigen Edelstahlgehäuse. Wenn das überhaupt Edelstahl ist. Ich glaube nicht, dass das ist. Vernickelt oder so. Vernickelt. Vernickelt. So, jetzt gucken wir mal hier drin. Normalerweise gehört hier ja auch Referenznummer rein und so eine Sache. Hier steht nichts blank. Blank wie ein Babypopo. Wunderbar. Sieht aber nicht. Ah, das ist giftgrün. Ist doch nicht so schön. Guck mal, die Krone. Mhm. Hier, original und fake. Die Maße stimmen. Nein. Die Krone, siehst du, was ich meine? Mhm. Die ist anders. Die Krone sieht ja ein bisschen verschnürt aus. Aus. Ja klar. Original. Original. Und fake. Das ist ja witzig. Na egal, zum Präsentieren reicht's, ne? Okay, na der Rolex-Grün ist ja auch eine Wahnsinn, wie hässlich das aussieht. Sieht man mal echt, wie giftgrün das ist, oder? Ja. Naja, dann alles Asche, alles Müll. Das war das Ergebnis von heute. Also wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao.